Hallo und herzlich willkommen zum Siegestanz. Letztes Level, Crash Bandicoot 3, Buglight. Wir haben 3 Kristalle, ich bin sehr gespannt. Und hiernach folgt dann unser finaler Endboss. Ich hätte nicht... Oh, Schlange! Wie ich mich über eine Kobra freue. Ich bin hier in dem Spiel wirklich extremst wenig kaputt gegangen. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Es war eine Menge neuer Sachen, eine Menge neuer Fähigkeiten. Coole Sachen. Insgesamt vielleicht jetzt doch ein wenig zu kurz geraten, wenn ich an den ersten Teil denke, wie lang der war oder wie schwer ich mich getan habe. Aber nun gut, ich denke mal, unser Abenteuer wird hier heute enden. Yikes! Was zum Henker ist das? Ist das... Oh, wie süß, du begleitest mich. Oh nein, er nur wieder. Aber bitte bleib auch hier, ja? Wobei, da ist... Okay, wieder eins. Kann das sein, dass das Licht nur eine bestimmte Zeit bei mir ist? Und dann weggeht. Weil ich... Okay. Ja, ich glaube, das ist so. Nee, warte mal. Hallo, Bazooka. Okay, dann nicht. Ach so, brauche ich... Eieiei. Hab ich ja ganz vergessen. Massenzerstörungswaffe Crash. Wenn wir die Akku-Akku-Maske da haben, dann sind wir unzerstörbar und zerstören alles, was uns zerstören will. Oh, das war knapp. Ich hab's fast nicht gesehen. So, jetzt aber gleich bitte Licht hier, ja? Licht! Alter, ich sehe nichts. Oh nein! Oh, wieder mit so einem kleinen Quietschelicht. Aber wieso hat eben da meine Bazooka nicht funktioniert? Ja, ich weiß, man kann das auch schneller machen. Toll. Super. Was mache ich hier? Was? Hallo, komm mal her. Danke. Ich brauche noch ein paar Kisten. Wie geil ist das denn? Hallo, jetzt beeil dich. Oh nein, nein, nein. Nein! Ach, Kacke. Die bleiben nur eine gewisse Zeit bei mir. Ach Gott, nee. Man hätte ja so viel Glück haben können, aber nein. Hallo.
Scheiße. Crash, nur geh. Warte mal. Ja, danke. Ist mir jetzt scheißegal. Oh Gott, nee. Guckt euch an. Oh nein, mir fehlen auch so viele Kisten. Oh, noch ein Leben. Oh. Weiter geht's. Hau ab hier. Na. Oh, aber das Ding hier dient als Checkpoint, ja. Alter. Wieso? 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 Oh, da war schon wieder ein. Ich sehe nichts. Wix. Nein. Aber es bleibt hell unten. Ich sammle jetzt hier einfach nichts mehr ein. Oh. Ey, hallo, was ist denn los? Oh, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie geil. Oh, alter Schwede, ey. Also das mit dem Hell-Dunkel, das war jetzt aber echt ein bisschen tricky. Ein weißer fehlt mir. Na, immerhin. Verbuggtes Licht. So, Freunde. Das waren alle Level. Wir starten jetzt zum finalen Boss. Ich bin sehr gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob Akku nie hier die böse Maske auftaucht. Wir gehen zu Dr. Neo Cortex. Tut mir leid. An dieser Stelle sollte ich sauer sein. Vor Wut toben. Völlig außer mir. Schon wieder hast du meine besten Handlanger ausgetrickst und überwunden. Ich sollte mich darüber ärgern. Und wir sind tatsächlich zornig. Aber du hast offenbar ein Detail übersehen, du kleiner oranger Botenjunge. Da du alle Kristalle gesammelt hast, müssen wir sie dir nur wegnehmen. Okay, Hinweis. Manchmal erlischt sein Kraftfeld. Manchmal. Aber nur manchmal haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Aha, also mit Maske. Oh nein! Zum letzten Mal! Gib mir die Kristalle! Krass! Oh, wie geil! Was machen die beiden jetzt? Was machen die beiden jetzt? Das erinnert mich irgendwie an... Deep Space? Nein! Okay. Darf ich meine Maske eigentlich berühren oder?
Manchmal erlischt sein Kraftfeld. Ah, da! Ah! Okay, was passiert denn jetzt? Okay. Alle total geil. Was machen sie jetzt? Dass die beiden kämpfen jetzt gegeneinander. Gut und böse. Das hat schon was. Nein! Och, Kacke. Ich hab auf die scheiß Plattform geachtet. Kacke. Ach, Mist. Game over. Jetzt sagt er mir das sogar. Game ja. Over. Ja. Es war zu erwarten, dass das hier passiert. So kurz vor Schluss nochmal. Aber normalerweise dürfte ich ja dann hier auch keine Maske bekommen, ne? Alter, wieso? Ich bleib jetzt nur noch hier hinten. Moment, hat er da gerade... Nee, doch nicht. Es sah gerade so aus, als wenn er sein Kraftfeld verloren hat. Nein! Oh. Und nochmal. Juix! Der hatte sein Kraftfeld gerade... Mist, verdammt da. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Oh, und dabei ist es eigentlich so einfach. Und dabei ist es eigentlich so einfach. Hat er eigentlich jetzt schon sein... Ja, jetzt hat er auch schon sein Kraftfeld. So. Das hatte ich gerade eben übersehen. Also immer wenn er seine explodierenden Plattformen schmeißt, verliert er seinen Kraft. Okay, das war die zweite Form.
Also, das ist der zweite Treffer. Er hat mit Sicherheit noch eine zweite Form, das wollte ich damit sagen. So, jetzt, was machen die beiden jetzt? Juix! Alter! Haut ab! So, das war die erste Form, 100 Pro. Jetzt geht's nach unten und dann die zweite Form. Ja, 100 Pro. Ah, nee. Hä? Was? Sportschuhe, laufe schneller, indem du beim Laufen gedrückt hältst. Aber wofür denn? Halt, Moment. Wieso... Wieso ist das jetzt zu Ende? Wieder besiegt. Das ist nicht fair. Ich sollte mich wohl an einen schönen großen Strand zurückziehen. Mit einem schönen großen Drink. Und einer Frau mit schönen großen Eisbeuteln. Es ist nicht vorbei, Beuteldachs. Es gibt immer noch Edelsteine. Wir haben noch eine Chance zu siegen. Ah ja? Habt ihr das? Was? Das war's jetzt? Alter, Toys for Bob. ich meine, ich habe mich jetzt am Ende ein bisschen schwer getan. Ich bin noch ein bisschen gestorben, ja, aber wenn man es einmal rausgefunden hat, war es jetzt pipi einfach. Und ich habe jetzt eine neue Fähigkeit bekommen. Und das Spiel ist zu Ende. Das heißt, man ist sozusagen gezwungen, das Spiel jetzt nochmal zu spielen, weil man jetzt bestimmte Sachen erst mit der Fähigkeit erreicht, die man jetzt gerade bekommen hat. Und das finde ich echt scheiße. Aber das werde ich hier nicht mehr machen. Dafür fehlt mir hier einfach viel zu viel. Und es gibt viel zu viele Spiele von der Serie hier, Crash Bandicoot. Ja, viele davon aber nur auf der PS2 und auf anderen Plattformen. Ich weiß nicht, ob ich diese Serie jetzt hier tatsächlich komplettieren kann, da ich keinerlei PS2 habe und auch keinerlei Erfahrungen mit PS2 habe, wie es da aussieht mit dem, mit dem Anschluss an den PC und dann eventuell mit einer Capture Card arbeiten. Das, wie gesagt, müsste ich mich reinlesen, aber gut, das war erstmal Crash Bandicoot 3. Wow. Und damit würde ich erstmal sagen, endet erstmal unser Abenteuer mit Crash Bandicoot, aber ihr kennt mich, ich komplettiere Sachen immer, das heißt, die anderen Crash Bandicoot Teile werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann hier auf meinem Kanal kommen. Wie fand ich den letzten Teil? Den besten der Reihe, also die ich bisher gespielt habe, den schönsten, den innovativsten, den wirklich abwechslungsreichsten. Auf der anderen Seite ein bisschen kurz und teilweise auch manchmal zu einfach. Also die Endgegner, gerade jetzt der nicht jetzt hier Dr. Neo, sondern davor der Endboss, der war mega einfach. Also, wenn ich da an den ersten Teil denke, Hammer. Oder ich habe mich einfach nur damals dumm angestellt und jetzt mit ein bisschen Übung klappt es besser. Das kann natürlich auch sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Crash Bandicoot 3 mit euch zu spielen. Es ist auch jetzt endlich durchgespielt. Ich sagte es vorhin auch schon im Let's Play, das macht Platz für neue Let's Plays. Ich habe zurzeit aber leider relativ wenig Zeit, deswegen wird es ein wenig dauern. 3 neue Spiele stehen in den Startlöchern, darunter auch eins wieder auf der Wii. Also ihr könnt gespannt sein in den nächsten Tagen, dass da einiges auf euch zukommt. An dieser Stelle, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder, das ist gewiss. Und bis dahin könnt ihr euch einfach auf meiner Fanpage mal umschauen und euch bis dahin die Zeit vertreiben mit älteren Let's Plays von mir. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal in NRW 18. Adieu.